Willkommen zurück zu einer neuen traditionellen Folge Rise of the Ronin. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde, bewerten und kommentieren, um das Ganze hier ein kleines bisschen zu unterstützen. Ein Brief von Katsu ist eingetroffen. Er sagt, er braucht unsere Hilfe. Seit dieser Nacht konnte ich vor Tatendrang kaum schlafen. Ich will unsere Nation verändern. Aber auf einem besseren Weg. Mhm. Katsu war ja wirklich ein Schiffsbauer, den gab's wirklich, den Mann. Ich wusste, du siehst das auch so. Die Wahrheit ist, ich kann Gensuis Methoden nicht mehr gutheißen. Katsu feilt an seiner eigenen Vision von der Zukunft dieses Landes. Weißt du noch, was er auf dem Boot sagte? Das Schicksal hat uns hierher gebracht, auch wenn wir uns gerade etwas verloren fühlen. Wir sollten abwarten, wie weit wir Katsu begleiten können. Das bedeutet aber nicht, dass wir Gensui den Rücken kehren. Wir bleiben ihm und den anderen treu, auch wenn wir mit Katsu arbeiten. Wir sollten uns auf den Weg zu Katsu in Akasaka machen. Er erwartet uns dort schon. Also spielen wir jetzt ein doppeltes Spiel. Da bin ich immer gespannt, ob das für uns gut ausgeht, ne? Katsu, der alte Schiffsingenieur. Da laufen wir mal rüber. Ah, ich weiß nicht. Also Gensui, der kommt wirklich vom Weg ab. Der ist schon ein richtiger Fanatiker und wahrscheinlich wird er am Ende auch nur ein Monster werden, wenn er wirklich an die Macht kommt. Und jeder, der von seiner Vision abweicht, der muss sterben. Und allein wenn du so an die Sache rangehst, musst du weg. So, wo ist das Anwesen? Ah, hier drüben. Ein Wahrzeichen. Ich höre ein Kätzchen irgendwo. Was ist das denn hier für einer? Beamter. Der prügelt mich zusammen. Oh, hier ist das Kätzchen. Kätzchen! Süß. 10. 10 Katzen habe ich gefunden. Ihr habt es also geschafft. Ich will eines klarstellen. Ich habe kein Interesse daran, gegen euch zu kämpfen. Keine Sorge. Wir haben beschlossen, dir zu trauen. Wenn das so ist, dann lasst uns beginnen. Also, wenn wir das Shogunat wiederbeleben wollen, werden wir sowohl das Wissen des Westens als auch die Stärken Japans brauchen. Aber wir brauchen Rekruten, sowohl beim Militär, in der Medizin, als auch in den Kampfkünsten. Und da kommt ihr ins Spiel. Hm. Das weiß ich zu schätzen, aber ihr beide werdet nicht ausreichen. Wir werden ein Heer an Schwertkämpfern für einen bevorstehenden Einsatz brauchen. Ryoma, du bist im Hokushin Itoryu geschult, ja? Dann kennst du bestimmt Hachiro Kiyokawa. Ja, wir waren schon oft zusammen im Dojo. Ich habe viel von ihm gelernt. Ich will, dass du ihn darum bittest, dem Shogunat zu helfen. Er ist wohl gerade im Chiba-Dojo. Ich habe das Gefühl, dir wird er noch am ehesten zuhören. Während wir uns gegen den Westen rüsten, dürfen wir natürlich nicht das Volk vergessen. Ansonsten spielen wir den Feind nur in die Hände. Vor allem die Cholera erfordert unsere Aufmerksamkeit.
In Kanda arbeitet ein Experte für westliche Medizin gerade an einem Heilmittel. Und genau darauf soll er sich konzentrieren. Würdet ihr mit ihm reden und ihn fragen, ob ihr helfen könnt? Na, ich weiß schon, wer das ist. Unser Samurai-Freund, ne? Ich merke, du bist gar nicht so dumm. Tatsächlich haben wir einen französischen Offizier eingeladen, der gerade unsere Truppen nach westlicher Art drillt. Momentan befasst sich Admiral Enomoto damit, aber es läuft wohl nicht alles nach Plan. Geht zum Hansomon-Tor und helft ihm aus. Den kennen wir auch? Natürlich. Ich habe nicht erwartet, dass deine Dienste umsonst sind. Nach wem suchst du denn? Rufford Alcocks Leibwache. Verstehe. Das wird dauern. Aber ich werde bestimmt etwas herausfinden können. Während ihr euren Auftrag erfüllt, finde ich bestimmt etwas heraus. Wie sagt man im Westen? Quid pro quo. Ich verlasse mich darauf, dass ihr uns Verstärkung bringt. Also gut. Und bitte, enttäuscht mich nicht. Ich befürchte, ich muss mich nun anderen Belangen zuwenden. Kommt wieder zu mir, wenn ihr meine Bitten erfüllt habt. Würdest du für mich das Militärische übernehmen? Solche Sachen sind nicht gerade meine Stärke. Danke. Keine Angst, ich lade nicht alles auf dich ab. Ich helfe dir, wo ich nur kann. Das bedeutet im Klartext, er lädt alles auf uns ab. Ja, wir müssen den Löwenanteil machen und er macht halt dann hier auch mal ein bisschen was, ne? Wer will denn hier was von mir? Ideal und Wirklichkeit. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Das hier oben leuchtet so schön rot. Jemand braucht Unterstützung. Ist das jetzt die nächste Mission? Ist das vielleicht eine Medizinerin? Aber es kann eigentlich gar nicht sein, ne? Gut, gehen wir mal hin. Sonst habe ich ja nicht wirklich viel zu tun. Eigentlich müsste ich noch hier hin. Na, wir machen erstmal das hier. Obwohl, wenn ich schon hier in der Nähe bin, mache ich das hier, damit ich einfach mehr sehen kann, was hier so alles abgeht in der Gegend. Butterblümchen! Na komm, Butterblümchen! Müssen wir wieder die Welt retten. Also, eine Armee aufstellen, medizinische Versorgung und Kampfkünste. Das ist eine ganz schöne Einkaufsliste, die wir hier bekommen haben, ne? Was war das? Wer kackt sich denn hier ein? Der hat das wirklich überlebt? Und nochmal? Oh, das aber nicht mehr. Moment, der war ein Flüchtiger? Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass der Hund hier der Boss ist. Kacken. Ach, da oben bist du. Hab mich schon gewundert, wo sind denn alle? Verbot. Betrauert er gerade seinen Hund? Nochmal einen mitgegeben. Und zerstückelt. Naja, es war ja ein Minilager. Handschuhe des Patrioten. So, jetzt sind wir auf Stufe 2. Ein mächtiger Soldat.
Das klingt eigentlich auch ziemlich interesting. Let's go. Gehen wir mal hin und schauen mal, was ein mächtiger Soldat so zu bieten hat. Hey, Chef. Wer bist du? Ja, der bin ich. Ah, du bist seine neue rechte Hand, was? Er sagte, du wärst etwas Besonderes. Mein Name ist Takeaki Enomoto, Marineadmiral des Shoguns. Ich bin heute zum Beobachten hier. Eine Kompanie Wachen wurde soeben schmählich von den Franzosen geschlagen. Ihr Kommandant hat unsere Nation sicher bereits abgeschrieben. Wenn unsere Truppen westlichen Standard erreichen sollen, ist Brunei unsere einzige Hoffnung. Darum musst du ihn beeindrucken. Ah, kein Problem. Brunei und ich, wir stehen uns sehr nahe. Ist es eine Lüge? Ich glaube nicht. Wirklich? Da bin ich erleichtert. Vielen Dank. Komm, folge mir nach drin. Kooperation, Verbündete auswählen. Wen könnte ich denn mitnehmen? Ja, ihn auf jeden Fall. Was für ein Twist. Jetzt arbeite ich irgendwie doch für Shogunat, ne? Aber wir wollen ja das Shogunat reformen und an sich, ich meine, eine Führung muss es immer geben. Jedes Land braucht eine Führung. Wird ja gar nicht anders funktionieren, sonst wäre absolute Anarchie. Die Franzosen warten weiter vorne. Das überlasse ich dir. Was ist denn mit denen hier passiert? Zusammengeprügelt? Alle wurden hier zusammengeprügelt oder was? Da bist du! Wo, da bin ich. Au, ey. Gott sei Dank habe ich das beste Gewehr der Welt. Gonzo! Trottel! Geh mir aus dem Weg! Nice, ey, diese Präzisionsschüsse mit dem Gewehr. Na bitte! Leider keine Kugeln! Ah, jetzt noch einen Bogen im Notfall. Die mit ihren riesigen Final Fantasy. Die Franzosen mit ihren super Breitschwertern hier. Wow, wow. In der Kanone? Kacke, der hat ja wirklich eine Kanone. Was geht denn hier ab? Bogen raus. Das hat er überlebt. Der Bogen ist halt sehr schnell. Ah, oh, gibt's doch nicht. Komm, wir ballern uns einfach so. Alle! Ryoma, sehr gut. Wow. Das war jedenfalls ein würdiger. Ach, wir lassen die alle am Leben. Verteilen aber Kopfschüsse. Nice. Genau mein Humor. Hey, das ist sehr gut! Ich würde den Schildknaben hier mal wegholen. Wäre geil, wenn einer meiner Mates halt aufstellen würde, ne?
Jetzt müssen wir hier drüben hin. Sie kommt mir! Da bist du! Weil gar nichts mehr an Muni groß. Hier holen. Bereit! Wird das mal reichen, um nach vorne zu kommen? Wow. Er ist halt fies, der Kunde. Komm schon! Yes! Wir töten niemanden, wir verkrüppeln sie nur schwer, dass sie wahrscheinlich nie wieder kämpfen können. Das geht schon klar. Das Geile ist auch bei den Fallen, die kann man vergiften und anzünden und so ein Zeug, was auch ganz Neues ist. Hat er den geholt? Und da geht's direkt weiter. Oh, erstmal hier in den Schützengraben rein. Nice. Fresh ammunition, my friend. Na, schmeckt's. Hier kann man nicht hoch. Oh. 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 Hier mit mir. Na Mist, ich hätte ihm so kurz den Kopf geschossen. Nice. Totgeschleudert. Ich meine bewusstlos. Bewusstlos geschleudert. Wir töten ja niemanden. Das ist nur ein spielerischer Schuss in den Kopf. Der Gentleman. Da oben ist ja nochmal eine Kanone. Bushba! Au, was war das denn? Oh, Alter, was haben die denn hier? Was ist denn mit der Supertechnik? Er kommt hier einfach mit irgendeiner neuen, supermodernen Blitzgranate um die Ecke. Erstmal, dass ich gestunt war durch irgendwas in dem Spiel. Da war ich schneller, mein Freund. Und da ist Johnny Lumberjack wieder. Die Franzosen haben auch einen. Le Meux Lumberjack nennen sie den. Le Mage Lumberjack. Und jetzt Lumberjack nicht gut hier kaputt. Sie kommt näher. Ich setz mich hier hoch wegen der Kanone. Ein deutlich größere Problem. So, habt ihr gesehen, wie man die Franzosen besiegt? Das nennt man militärische Überlegenheit, meine Freunde. So wird's gemacht. Brunet! Was du auch vorhaben magst. Das wird nicht. Ach komm, wir sind noch alte Brzezinski. Die Hörer scheinen noch viel zu lernen. Da hast du. Oh, nice. Oh, Alter, er schmeißt einfach seinen Shield. Beeindruckend.
Wie immer. Danke, mein Freund. Charmant, wie immer. Was für ein Schmach. Das war, wenn du dich kriegst, hast du das nur dir selbst zuzuschreiben. Wow. Was? Noch ein bisschen. Und let's go. Das ist die Stärke der Samurai. Das ist die Stärke der Samurai. Die Legenden sind alle wahr. Schönes Ding. Wir sind doch immer noch Freunde, oder? Nicht schlecht. Katsu hatte mir etwas Unterhaltung versprochen. Er hat wohl dich gemeint. Nee, lügen wir Schwachsinn. Ich glaube, ich verstehe ihn endlich etwas besser. Bitte verzeih mir. Auf Katsus Wunsch hin habe ich den Franzosen verschwiegen, dass es sich lediglich um eine weitere Übung handelt. Ich hatte vor, rechtzeitig einzuschreiten. Mit einer Niederlage der Franzosen habe ich nicht gerechnet. Sieh an, vielleicht gibt es für diese Nation ja doch noch Hoffnung. Ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Admiral Enomoto, ich erkläre mich bereit, eure Männer zu unterweisen. Aber ich habe Bedingungen. Nicht jeder trägt so ein Kriegerherz in sich, das ist mir durchaus bewusst. Doch ich brauche Männer, die bereit sind zu lernen. Samurai, die blind in den Kampf rennen, sind nichts als Kanonenfutter. Ihre Herkunft und Position ist von keinerlei Bedeutung für mich. Sie müssen jung und beherzt sein, damit ich sie von Grund auf ausbilden kann. Verstanden. Wir beginnen unverzüglich mit der Rekrutierung. Ich danke euch. Ich fürchte, ich muss hierbleiben. Darf ich dich noch um eine Sache bitten? Finde Tatsugoro Shinmon in Asakusa und sprich mit ihm. Er soll uns beim Rekrutieren von Nachwuchs helfen. Ich danke dir. Oh, Brunet ist begeistert, ha? Huh? Ryoma auch, ganz so ein bisschen. Wie sieht's denn bei meiner Bindung mit Ryoma aus? Unzertrennlich zu werden ist echt nicht so easy, ne? Ja, ich meine schicksalhaft. Und zertrennlich haben wir ja schon. Ach, da sieht man, wo man die treffen kann, oder was? Verwandte Mission, ein geteiltes Haus. Ein geteiltes Haus. Oh. Das ist hier. Cool. Ich wusste nicht, dass man auch noch sehen kann, wo die anzutreffen sind. Weil du musst halt richtig Geschenke rausbuddern. Du musst deine Freunde richtig verwöhnen. Kann ich eigentlich auch dem irgendwie noch was geben? Ach, du bist's. Du wolltest mit mir reden? Ah, das geht auch. Wie aufmerksam von dir. Oh, gern geschehen. Wie du meinst. Bin ein netter Typ. Auf Wiedersehen. Bin ganz Ohr.
Du bist ja schon hier. Hier für dich. Wie wunderbar. Na dann. Ich kenne meine Bros. Wir sehen uns. Jetzt sind wir befreundet offiziell. Ryoma. Oh, du bist es. Du kommst wie gerufen. Katsu lädt uns zum Essen ein. Er will sich für unsere harte Arbeit bedanken. Um ehrlich zu sein, habe ich einige Fragen an ihn. Was ist, kommst du auch? Mal ganz kurz hier hin. Was gibt's denn? Geschenke, was denn sonst? Feinste Schokolade. Oh, das gefällt mir. Ja, ich weiß. Kleines Leckermäulchen. Natürlich. Du weißt ja, ich rede gern. Ich habe gerade meiner Schwester geschrieben. Hab ich dir schon mal von ihr erzählt? Nee. Als Kind wurde ich ständig gehänselt, weil ich Bettnässer war. Meine große Schwester hat mich immer verteidigt. Ihr verdanke ich auch, dass ich mir das abgewöhnt habe. Unsere Mutter starb jung, darum war es im Grunde sie, die mich großgezogen hat. Wie ist deine Familie so? Aber ihr seid nicht blutsverwandt, richtig? Unsere Herzen sagen uns, wer unsere wahre Familie ist. Blutsverwandtschaft spielt doch keine Rolle. Erinnerst du dich an Iso Okada? Wir sind zwar nicht blutsverwandt, aber manchmal fühlt es sich an, als wäre er mein Zwilling. Ich weiß, dass er manchmal etwas zu weit geht. Aber für mich gehört er zu den Guten. Du wirst mit der Zeit noch den unterschiedlichsten Menschen begegnen. Manchen wirst du näher kommen als anderen. Und auf einmal sind sie Familie. Wer weiß, vielleicht kommt es sogar für uns beide mal so. Richtig romantisch. So Leute, die nächste Mission, die gehen wir an in der nächsten Folge. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Nicht vergessen, bewerten und kommentieren, um hier ein wenig Unterstützungsliebe dazulassen. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Du bist auch hier. Okay, mit dem reden wir noch ganz schnell. Gibt's auch noch was Leckeres. Ich habe Geschenke dabei. Für alle. Erlaube mir, dir zu danken. Erlaubnis erteilt. Na schön. Verstehe. So. Also, bis zum nächsten Mal. Bewerten, wenn kommentieren, auf Wiedersehen. Hast, dann geh. Und... Tschüss.